Bedeckt von Schnee, der Stobruch Starkenbach im Toggenburg. Wie soll es hier in Zukunft weitergehen? Geht es nach dem Lukas Huber, soll die Aktiengesellschaft an die zwei Standortgemeinden Eslau und Wildhaus Alt St. Johann verkauft werden. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass der Betrieb von einem Steinbruch Starkenbach für den Kanton eine sehr tiefe Priorität hat. Abbaubewilligungen sind zu spät eingeholt worden und letztes Jahr hat man die Stilllegung vom Steinbruch Starkenbach verkündet, ohne die Öffentlichkeit darüber zu informieren. Darum sind wir der Meinung, dass der Betrieb besser gesichert wäre, wenn der den beiden Standortgemeinden Wildhaus Alt St. Johann und Eslau gehören würde. Dass der Kanton St. Gallen nicht Förschung gemacht hätte, hat nach dem Gemeindepräsident von Wildhaus Alt St. Johann seine Gründe. Es sind sicher nicht alle Entscheidungen glücklich gelaufen, die beim Kanton waren. Ich muss aber auch sagen, dass das Projekt von der Einsprache belastet war. Und bei dieser Einsprache ist es nicht primär um den Steinbruch Starkenbach gegangen, sondern um die Klärung von der nationalen Frage. Und da hat die Regierung eigentlich nicht viel dagegen können machen. Das ist vom Buckel vom Steinbruch ausgetragen worden. Erst durch den Druck der Politik, Medien und Mitarbeiter hat man den Übergangsbetrieb wieder aufgenommen. TVO hat über die Stilllegung berichtet. Dass in Zukunft der Stobruch Starkenbach der Gemeinde anstatt dem Kanton gehört, dem steht die Nachbarsgemeinde Neslau offen gegenüber. Wir finden, das sollte in der öffentlichen Hand bleiben, der Steinbruch. So wie er jetzt ist, ob das der Kanton betreibt oder dann allenfalls die beiden Gemeinden. Das spielt wie so keine Rolle. Dieser Meinung ist auch Gemeinde Wildhaus Alt St. Johann. Weil wir sind sehr interessiert daran, dass der Abbau unter wieder Auffüllung kontinuierlich passiert. Also wir haben ein grosses Interesse, dass wir das über lange Zeit sicherstellen können. Und das kann man nur machen, wenn wirklich die öffentliche Hand das kontrollieren tut. Die Interessen sind also überall die gleichen. Der Stobruch Starkenbach soll in öffentlicher Hand bleiben. Für den Lukas Huber ist klar, die SVP-Politiker aus der Region haben jetzt einmal den ersten Schritt gemacht. Wir haben den Brief jetzt an die Standortgemeinden verschickt und wir erwarten, dass die beiden Gemeinden eine Übernahme prüfen, verschiedene Aspekte berücksichtigen, ob das überhaupt möglich ist. Wenn das möglich wäre, wenn ein positives Signal von der Gemeinde kommt, dann würden wir Kantonsräte das Anliegen selbstverständlich in die Diskussion einbringen, die dann im Frühling wird stattfinden.